Und somit willkommen zurück bei Uncharted 4. Was siehst du? Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Katzensprung ist frech ausdruckt. Runter geht's. Ja. Ah. Das brennt. Das macht Spaß. Schaut echt gewaltig aus. Und macht Spaß, da hat er absolut recht. Und da werden wir gleich wieder springen müssen, da unten. Oh, ich hab mir gedacht, ich hab's früh gedruckt. Gott sei Dank ist sich das ausgegangen. Das macht Spaß. Man folgt dem Ruf des Geldes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie eindämmen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort. Und der Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Eiskalte Hunde. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Hauptsache Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Okay, jetzt bin ich gespannt, wenn wir das weiter machen. Ich den Rechten. Ja, ich nehme jetzt einfach den da. Sehr schön. Bruder hat die AK. Das gefällt. Kann ich da jetzt Waffen wechseln? Ah, okay. Altbekanntes System. Das ist sehr geil. Wir haben da einen Gegner. Wir haben da oben drei Gegner. Hinten ist auch noch einer. Ja, vier. Bin gerade bei einer Taktik beim Überlegen. Ob wir da vielleicht hinten umlaufen. Bereit für den reichen Kerl. Die lassen nicht nach, oder? Die Chefin will Ergebnisse. Und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Die haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Okay, da müssen wir aufpassen. Da haben wir nämlich ein Gasbündel stehen. Ich tat jetzt den da gern. Oh, aber ist ein Scharfschützengewehr. Da, schau her. Hey, Sie sind genau hier. Oh Mann. Schauen wir, dass wir jetzt wieder ein bisschen Leben generieren da. Indem wir jetzt mal ein bisschen den Standort wechseln. Das hat nicht so schlecht funktioniert. Der scheint weg zu sein da oben. Hat er sehr geil gemacht. Da haben wir jetzt den Nahkampf wieder gern, nehmen wir die AK. Alter, den hat es jetzt nicht wegblasen. Was ist da? AK-Munition, das gefällt. Kampfmusik ist sehr geil auch. Alter! Steckt sich der dahinter. Ist der jetzt weg? Ich soll gleich mal nachladen. Puh. Okay, die Musik wird leise. Nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Gut. Dann haben wir mal die Festung da hinten haben wir sauber gereinigt, würde ich sagen. Einmal ist ein bisschen knapp geworden. Aber das passt schon. Okay, was wir dann zu tun haben. Wenig Schätze haben wir gefunden. Ist das, weil wir so eher ein bisschen gerusht sein? Aber ich habe jetzt das Spieltempo eigentlich nicht für sehr schnell empfunden. Und ab geht's. Das ist so geil.
Ja, ich weiß, nächsten einmal müssen wir schwingen. Alle. Hopp! Ach, sehr schön. Zack, zack, zack. Und da sind wir schon oben. L3, sagt mir wieder, dass wir diesen Mauern da auch müssen. Da wird es aber sicher keinen direkten Weg geben, sondern werden wir außen nochmal laufen müssen da. Runter geht's. Was denn los? Das reicht der Arschloch. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Arme verloren und dann hält der Penner mir einen Vortrag. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Der Klugscheißer will mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Wir sind komplett aushängt. Der Amerikaner macht sich hier keine Freunde. Da sind sie! Der war ja voll geil, wenn wir den da angetreten haben. Okay, weiter geht's. Sieht man. Irgendwo unten liegen vielleicht. Nein, ich finde ihn jetzt nicht. Den hat so zerschellt, wo er geflogen ist. Eine Aussicht. Mann. Sagst du, Sam? Ja, der ist echt schön da. Da haben wir sogar noch das Meer. Wo müssen wir jetzt hin? Das sind überall so rutschige Dinger, da geht's absolut in den Tod hinab. Und der Sam steht da. Okay, ich habe eine Idee. So, das wird jetzt ein bisschen knifflig da. Oh, aber es hat geklappt. Sam, hier lang. Cool. Er steht nur drüben, ich darf mir das gerne anschauen, wie er das löst. Ah, er hat gleich einen kurzen Weg genommen. Und wir sind ja von da gekommen, nicht? Müssen wir aber da um mich. Und da sind so Stangen zum Klettern. Sam, was schaust du da? Ich glaube, dass wir da auf die Rillen da um ihn essen. Jawohl, das hat schon mal super geklappt. Und weil wir nochmal so eine Rutschpartie machen. Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Ja. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Naja, allerdings, ich bin ja echt gerade am Überlegen. Shit, keine Wahl. Wow. Scheiße. Oh, ist gegangen, okay. Sehr geil. Dann schaffe ich das auch. Oh. Sam, der war aber knapp. Besser als Bungee-Springen. Ja. Warst du schon mal Bungee-Springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Gut, da geht's anscheinend nicht weiter. Obwohl es da wahrscheinlich weitergeht. Okay, ich habe es gesehen. Alter! Wie sollen wir denn da umkommen? Aha, okay. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und beschossen werden. Boah, ob in die das Luft geht. Gejagt, geschlagen, getreten. Okay, verstehe. Messern, Drogen. Gut, soweit. Bin sehr konzentriert. Okay, da werden wir da umrutschen müssen auf den Steiner. Jawohl. Sehr stark.
dann geht's da um. Sehr geil gemacht, muss ich sagen. Wirklich sehr geil gemacht. Aber wir haben uns am Anfang schon gedacht, wo sie die Rutschpartien reingehabt haben. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Dass das ein großer Teil vom Spiel einnehmen wird, das Rutschen. Warum waren wieder so Klettersteine? Da kann man nichts machen. Da ist das Schlafraumtor. Wo denn? Ah, okay, verstehe die. Jawohl, das hat geklappt. Sehr schön. Und wir sind da oben auch. Sehr schön. Ja, ich bin echt konzentriert bei den Kletterpassagen. Wo? Ah, okay, ich verstehe. Puh. Sehr geile Musikeinsatz war das. Daran könnte ich mich gewöhnen. Sehr geil. Hey, hilf mir mal. Oh, der Druck kommt schon wieder. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Und eine mit uns. Sehr geil. Das stimmt. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey, Seiten. Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Okay, das haben wir auch wieder, das schlaue Buch von uns. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch sau viel zu tun. 1959, 1999. 16 natürlich, Entschuldigung. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol. Und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. In Ordnung, dann gehen wir mal auf Grabsuche. Und hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Ich wollte gerade sagen, es ist mir zu ruhig. Da ist kein Piratensymbol. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Ja. Danke, Nathan, das ist das gleiche wie ich denke. Da haben wir das nächste oben. Keine Schwerter, das ist es nicht. Was haben wir da? Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Was hat er jetzt so gelacht? Etwas aus der Bibel. Eurer Sünde inne werden, wenn sie euch finden wird. Eine freundliche Erinnerung, dass sie über alle gerichtet wird, was? Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Okay. Da hinten sieh ich noch eins.
Da ist auch noch eins. Aber da passt das Datum wieder nicht. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Das war anscheinend das Hinweissymbol, aber das will ich nicht hernehmen. Kein Piratensymbol. Okay. Ein schönes Keltenkreuz, aber nicht unser Grab. Der hier ist gut. Memento mori. Bedenke, dass du sterben musst. Das stimmt wohl. Da hinten haben wir ja uns übersägen. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Sehr geil. Schau mal an. Okay, mein Rechter sagt nur was. Mal sehen, was wir hier haben. Katakombe. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Waffenkammer. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Ich bin gerade so ruhig, weil ich da mit offenem Mund durchlaufe jetzt. Oha. Da haben wir jetzt was mal zu finden. Einen Schatz. Schottischer Halfpenny. Gut. Wir haben somit 2 von 109 Schätzen. Ohohoho. Da sind sie ja alle. Schaut das geil aus. Jetzt möchte ich gerade da hinten reinschauen. Okay, da ist eine Tür. Dann schauen wir uns doch die Kreuzer an. Da hinten. Ah, da haben wir den Schatz gefunden. Alles klar. Ich habe da Interaktionsmöglichkeit gesehen beim Mittleren. Jesus, dies machst zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Ah, dann reden wir mal mit Sam nachher. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Okay. Wir schauen uns den Eintrag jetzt mal an. Was hat er denn da reingeschrieben? Today you will join me in paradise. We receive the due reward of our deeds. Cool, I'll just hang here. You guys have fun. Okay, da sieht man unten Good Thief und Jesus und Jerk Thief. Also der Rechte von Jesus war anscheinend der Böse. Und was wird uns hinter dieser Tür erwarten? Ist das eine Tür? Sieht wie eine Tür aus. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternsymbole? Ah, da ist auch noch was. Eine Art Lampe. Hey, Smokey, ich brauche mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Oh. Ach, das ist doch mal was.
Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. In Ordnung, da werden wir halt jetzt wieder umexperimentieren müssen. Aber meine Freunde, was hinter dieser Tür ist und was wir da machen müssen, das schauen wir uns bei der nächsten Folge an von Uncharted 4. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Kommentar, Daumen oder sogar Abo da lassen. Das würde mich freuen, damit es nichts mehr versammt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.